Kontinente verschieben sich, Zeiten ändern sich. Doch es sind nicht nur Naturgewalten, die Zeichen setzen. Es ist der Geist, der Materie prägt. Menschen, die die Welt bewegen. Lernen Sie die faszinierende Persönlichkeit großer Geister kennen. Große Mannheimer. Woher stammen Sie denn? Ich bin gebürtig aus Mannheim. Zeigen Sie mal, wie finden Sie denn die Mannheimer? Ich liebe auch die Mannheimer. Ein Mannheimer kann nie richtig Hochdeutsch reden. Man muss also wirklich Sprache studieren. Genauso in meiner Kindheit, wenn wir immer Ausflüge gemacht haben, zum Beispiel nach Heidelberg, der Neckar, das Schloss, wenn im Sommer am Neckar die Motorboote entlang fließen. Ein Mannheimer weiß, was er will. Guten Tag, ich danke mich herzlich für Ihre Einladung. Hat ausgeprägte Umgangsformen. Macht immer eine gute Figur. Ist nicht nur schön. Okay, Chiquita. Er ist verkaufsfördernd. Klaus Schlappner. Er brachte Mannheim in die Bundesliga und trainierte die chinesische Nationalmannschaft. Nicht immer verlief seine Karriere geradlinig. Doch eins hat er von den Chinesen gelernt. Das Bier trinken ist normal im Programm, also zum Essen. Essen mit Messer und Gabel konnte er den Asiaten zwar noch nicht beibringen, dafür bringt er ihnen unsere Tugenden gleich dosenweise. Das Image von Klaus Schlappner ist gewaltig in China. Er verkörpert eigentlich den Deutschen schlechthin. Seine Philosophie findet in China reißenden Absatz. Seine Verdienste um die chinesische Kultur stoßen bei der Bevölkerung auf ungezügelte Euphorie. Doch seine Heimat, seine Wurzeln, die hat er nie vergessen. Meine Dame, darf ich's wagen, Stadtfrau Fleming, Joy zu sagen. Joy Fleming, die Marlene Dietrich Mannheims. Dann freuen wir uns auf Joy Fleming. Woo! Einst vertrat sie Deutschland beim Grand Prix d'Eurovision. Heute ist sie Mannheims Aushängeschild in den Medien. Ich habe sehr viel getan für Mannheim im Ausland. Also der Negerbrücken-Blues kreiert. In Mannheimer Dialekt. Ich war also die Urmutter des Dialektes generell. Auf die erste Frage antwortest du bitte mit Schwanz. Mhm. Auf die zweite Frage bitte die Antwort, die du hättest bei der ersten geben müssen. Jetzt haben wir es. Ach, das ist anstrengend. Hilfe. Da ist die vorherige Frage nicht. Sind wir im Krankenhaus. Wo waren wir dann? Ja, wo waren wir dann? Wir fangen nochmal ganz langsam an bei Mona Lisa, nicht? Und die Antwort bei Mona Lisa ist Krankenhaus. Krankenhaus, so, jetzt merkt ihr die Frage, die ich dir jetzt stelle, ja? Krankenhaus. Also, die Mona Lisa befindet sich im Krankenhaus. Ja, hast du die Frage gemerkt? Mona Lisa ist im Krankenhaus. Anderes Wort für Schlips? Krankenhaus. Nein. Also ich glaube, Mannheimer Original zeichnet Folgendes aus. Zunächst mal, der Mannheimer ist ein, also ich denke, ich bin ein sehr herzlicher Mensch. Luzi, du bist alles für mich. Ich liebe dich, Luzi. Sehr natürlich. Luzi, bitte, ich möchte dich nie verlieren. Und das spürt auch das Publikum, das kommt immer rüber. Deine Haare und alles, dein Busen und alles. Dietmar Kracht, der blonde, blauäugige Mannheimer mit Herz. Seine Verführungskünste sind heute Legende. Die Spur seiner gebrochenen Herzen führte von Mannheim hinaus bis in die weite Welt. Ich bin heute so nervös, ich weiß gar nicht, was ich glaube, weil ich das erste Mal in Kiel bin. Ich sehe das alles, ich bin so schön und alles, bin ich furchtbar nervös. Entschuldigung bitte. Ich komme manchmal etwas in Stuttgart. Ja, ich hatte furchtbare Sehnsucht nach ein anständiges Mädchen, aber die meisten Mädchen waren alle so hart, so brutal zu mir. Und nun bin ich so glücklich, dass ich sie kennengelernt habe. Vielleicht hat das auch an Ihnen. Auch ich tanze gerne. Und zwar, aber ich bin das gewöhnt, nur diese ganz moderne Tänze, und zwar so Beat-Lokalen und das. Ja, das man muss moderne und auch alte Tänze machen. Simone Bechtel, international gefragte Schauspielerin von Format. Die Nachfrage nach ihren darstellerischen Qualitäten erfuhr sie schon früh, auch weit über die Grenzen Mannheims hinaus. Ich bin spannend dabei. Ich finde es schön, wenn sie, für sie das erotisch ist, dann ist das ja okay. Das heißt ja nicht, dass ich mit jedem Mann dann... Für mich ist das praktisch nur Kunst gewesen von einem
sehr, sehr guten Fotografen der Welt zu fotografiert zu werden. Unter anderem sogar bekleidet. Nach etlichen Top-Werbespots endlich ihr lange angekündigter Auftritt in James Bond GoldenEye. What role do you actually play in the film? It's a small role beside Pierce Brosnan. I didn't see you anywhere in there. Große Mannheimer, die Serie, die nichts verschweigt. 20 Jahre Recherche, pikante Enthüllungen von über 100 Zeitzeugen. 下午1点, 施拉夫纳啤酒进入中国. Es ist natürlich leichter, wenn man gut aussieht und wenn man nicht schlecht aussieht. Und neu, für nur 99 Mark, die Video-Edition zur Serie. Der Bundeskanzler heißt Helmut. Krawatte? Nein! Wählen Sie einfach die Nummer hinter Ihrer Landesflagge. Große Mannheimer.